Man liest hin und wieder von sogenannten falschen Polizisten, also Leuten, die sich als Polizei ausgeben, aber gar nicht von der Polizei sind. Die sind natürlich in Zivil unterwegs und das sorgt für Verunsicherung. Wenn jetzt jemand so eine Begegnung hat, was empfehlen Sie? Also bei uns in Basel-Biet gilt, dass wenn ein Polizist Uniform anhat, dann gilt die Uniform als Ausweis. Wenn ein Polizist in Zivil handelt und eine Kontrolle macht, dann sollte er sich ausweisen darüber, dass er Polizist ist. Es sei denn, die Umstände der Kontrolle lassen es gar nicht zu, dass er sich ausweisen kann. Wenn es jetzt gerade sofort zu einer Festnahme kommen tut, dann kann man natürlich nicht vorher den Ausweis zücken. Aber wenn jetzt eine Verkehrskontrolle passiert, mit zivilen Polizisten, dann dürfen die Leute, die kontrolliert werden, verlangen vom Polizisten, dass er seinen Ausweis zeigt. Wie weiss denn der Herr Müller und Frau Meier, dass jetzt der Ausweis, der mir hier vorgezeigt wird, wirklich echt ist? Ja, da muss man sich halt auf die Umstände abstützen, auf sein Gefühl, das man hat dabei, wenn die Zivilperson einen Polizeiausweis zeigt. Man hat nie veröffentlicht, wie die Ausweise aussehen, aus verständlichen Gründen. Also da muss man einfach auf sein Bauchgefühl vertrauen. Wenn jetzt so eine Zivilperson sich ausweist mit einem Polizeiausweis, dann kann ich nicht sagen, Ich glaube nicht, dass das ein Polizist ist und ich folge jetzt dem nicht und ich fahre jetzt einfach weiter. Das dürfte Probleme geben, wenn es wirklich ein Polizist ist. Kann man vielleicht auch Grundregeln sagen, so eine Kontrolle macht nicht eine Person allein, sondern es sind immer mehrere dabei, also könnte man ja auch noch mehrere Ausweise verlangen. Ja, das ist so. Also Polizeikontrollen sind in der Regel mindestens zwei Polizisten, die hier daran beteiligt sind und da wird jeder einen Ausweis haben. Und man kann dann auch schauen, was die Leute dann von einem wollen. Also wenn sie plötzlich einfach unmotiviert Geld wollen, dann ist das halt wahrscheinlich nicht eine echte Polizei. Aber Gott sei Dank sind ja so Fälle bei uns praktisch sehr, sehr selten. Es gibt andere Länder, wo so etwas ähnlich könnte vorkommen. Mir ist jetzt kein Fall bekannt in Basel-Biet. Also. Aber wenn es jetzt jemand wirklich nicht glaubt und sagt, ich mache da nicht mit, ich traue ihnen nicht, ich glaube nicht, dass sie Polizist sind, dann könnte das natürlich für diese Person sogar Probleme geben. Ja, das kann Probleme geben. Also, wenn der Polizist sich ausweist als Polizist und etwas verlangt, was er darf verlangen und eine kontrollierte Person macht das nicht, dann kann das ein Straftatbestand sein. Also, das kann eine Hinderung von einer Amtshandlung sein, wenn man sich gewaltsam wehrt, sogar Gewalt und Drohung gegen Beamte.